Der nächste zu behandelnde Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 17, Evaluierung der Sportförderrichtlinie. Es gibt hierzu einen Änderungsantrag der AfD, den ich vorschlage, zunächst einzubringen, Herr Gilke. In der Fraktionsrunde beginnt dann die FDP. Sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Unser Änderungsantrag hat folgenden Punkt, dass der in der Anlage 1 geführte Punkt 9.3 komplett gestrichen wird. Warum wollen wir das? Das hat in erster Linie den wesentlichen Grund, dass es bereits eine pauschale Förderung für Vereine gibt, die in der Migrationsarbeit tätig sind. Und das würde dann eine Doppelstruktur bedeuten und zusätzliches Geld. Das ist wieder mehr Aufwand, also mehr Bürokratie. Und in einer Zeit, wo das Geld fehlt, braucht man nicht noch zusätzliches Geld geben. Darüber hinaus ist der Effekt dieses Änderungsantrags der, dass wir den Sport als Integrationsmaßnahme durchaus sehen und den nicht verfälschen wollen. Weil letztlich gesehen im Sport geht es darum, dass Leute zusammen trainieren, auch sehr viel Aufwand betreiben, um auch erfolgreich zu sein und dann sich aber auch gemeinsam auf ihre Erfolge, aber auch gemeinsam auf ihre Misserfolge konzentrieren können. Geht es nicht um wer bist du, wo bist du und was bist du. Und das wird verfremdet und das wollen wir nicht verfremden lassen, weil wir wollen den Sportsgeist erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde FDP-Fraktion verzichtet, Freie Wähler. Verzichtet, Grüne, Herr Schulze. Verzichtet, CDU-Fraktion, Frau Wagner. Ja, nur ganz kurz. Also wir haben ja vor einigen Jahren die neue Sportförderrichtlinie beschlossen und haben damals auch beschlossen, dass wir eine Evaluation wollen, weil so eine neue Satzung ja auch immer sozusagen erstmal in der Praxis sich bewähren muss. Dieser Prozess ist von der Verwaltung, da bin ich auch durchaus sehr dankbar, entsprechend umgesetzt worden. Die Vereine auch koordiniert über den Stadtsportbund konnten ihre Anmerkungen, ihre Wehwehchen, aber auch das, was gut läuft, so hoffe ich zumindest, mit der neuen Richtlinie anbringen, dass es ordentlich gesammelt wurden und entsprechend dann auch gebündelt vorgestellt wurden. Einen Punkt würde ich gerne noch mal herausgreifen. Und das ist das Thema Stadt-Sportbund, hat man ja gerade auch im sozusagen vorangegangenen Tagesordnungspunkt. Das ist nämlich in der Tat eine kleine Änderung, zu der wir auch wirklich stehen, weil wir der Überzeugung sind, A, dass der Stadtsportbund ja eine sehr, sehr wichtige Interessensvertretung in unserer Stadt ist mit, sage ich mal, weit über 100.000 Mitgliedern und dass man jetzt auch gucken muss, auch im Zuge, muss man sagen, im Zuge des Wechsels der Betreibung, das hatte Thorsten Schulze ja durchaus erläutert, dass es da auch durchaus Herausforderungen gab, mit denen der Stadtsportbund sich jetzt neu auseinandersetzen muss, aber vor allen Dingen, weil es einfach eine wichtige Aufgabe ist, die der Stadtsportbund hier in der Stadt übernimmt, dass man die Förderung des Stadtsportbundes auch anpasst und eine Deckelung aufhebt. Das halten wir für sehr sinnvoll, haben das auch übernommen und möchten das aber auch, ich sage das jetzt mal als Anke Wagner, in Klammern Sportpolitikerin, damit verbunden wissen, dass der Stadtsportbund bitte weiterhin als Lobbyist für den Sport dafür sorgt, dass bitte der Sport noch lauter wird in unserer Stadt und gemeinschaftlich agiert und uns Politiker immer mal daran erinnert, welche präventive, soziale, bewegungsfreudige Funktion die vielen Vereine in unserer Stadt übernehmen, zum Großteil in ehrenamtlicher Arbeit. Und auch das ist ein Punkt, weswegen wir den Sportausschussbericht auch in diesem Punkt mittragen. Wenn es in der Zukunft Probleme geben sollte, würde ich mir wünschen, dass wir das weiter sammeln und dann diese Richtlinie wieder anpassen. Danke. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, Herr Giesling.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schicke eine Entschuldigung vorneweg. Bei vergangenen Diskussionen um die Sportförderrichtlinie habe ich sehr frühzeitig begonnen, mich in detailverliebten Änderungen zu ergehen und das vorgeschlagen und bin dann meistens auf geradezu abgrundtiefes Misstrauen gestoßen. Und überhaupt alles, was ich vorgeschlagen habe, hat sowohl die Verwaltung abgelehnt als auch die Mehrheit im Rat, die natürlich der Weisheit der Verwaltung gerne und häufig folgt. Ich will drei Gründe aufführen, warum ich mich an dieser Sportförderrichtlinienveränderung noch nicht beteiligen will, obwohl ich sehe, dass Fortschritte gemacht worden sind. Das ist schon okay. Aber der Koloss der Sportverwaltung und der Art und Weise, wie man Richtlinien betrachtet und interpretiert und liest, der ist so schwer zu bewegen, dass ich glaube, das Stück, was wir ihn bewegt haben, ist mir zumindest noch zu kurz. Ich fange im Grundsatz an. Man muss sich bei ausgereichten Mitteln in der Stadt eigentlich als Politiker immer fragen, was haben denn die davon, die es mitbezahlen, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die unmittelbar nicht profitieren? Also was habe ich, der ich in keinem Sportverein bin, davon, dass der Sport in dieser Größenordnung finanziert wird? Was haben zum Beispiel Touristikunternehmen davon? Was hat der Gesundheitssektor davon? Wo genau profitieren die? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, dann kann man überlegen, wie man diese Wirkung verstärken kann. Und dann muss man überlegen, was brauchen denn Sportvereine an Förderinstrumenten, um genau diese Wirkung zu erzielen, ohne sich selbst zu verbiegen. Das ist eine spannende Frage, über die müsste man diskutieren. Und dann würde man vielleicht zu ganz anderen Instrumenten kommen, als in diesem Sammelsurium von Förderinstrumenten, die immer noch aneinandergereiht, an vielen Stellen zusammenhanglos nebeneinander stehen und die, das ist sozusagen der Nachteil dieser Evaluierung nach Befragung der Nutzer, von den Nutzerinnen und Nutzern als im Moment schon ganz okay interpretiert werden. Diese Grundsatzfrage haben wir aber nicht gestellt. Und ich bitte jeden, der Lust hat, diese Förderrichtlinie zu lesen, jetzt am Wochenende einfach den Text der Präambel zu lesen. Da stehen ja Zielrichtungen drin und zu überlegen, bei welchem Punkt wird denn das, was dort so toll geschrieben wird, in der Förderpraxis tatsächlich umgesetzt. Einfach mal fragend lesen. Zweitens, es ist immer noch ein bürokratisches Monster. Ich zeige gleich ein Beispiel. Und in meiner Auffassung ist Bürokratie die Abwesenheit von sachbezogenen Entscheidungen von Leuten, die sozusagen Ahnung haben und sagen, dieser Gegenstand ist so und so zu bewerten. Ich will es zeigen an dem Punkt Sportveranstaltung. Da lese ich vor und bleibe dabei immer das Warum im Hinterkopf haben. Ja? Das sind also zuwendungsfähige Kosten definiert, alles was sportfachlich nötig ist. Und dann sind welche ausgenommen. Da fangen wir an, nicht zuwendungsfähig sind Mietkosten, wenn für die Anmietung bereits an anderer Stelle eine Förderung gegeben wird, wenn also die entsprechenden Antragsteller nach Tarifgruppen 1, 2, 3, nach Sportfördersatzung etc. schon eine Ermäßigung bekommen. Außer Punkt 4. Die also über die normale Satzung keine Ermäßigung bekommen, können die komplette Miete anrechnen lassen. Die aber eine Ermäßigung bekommen, müssen den Eigenanteil selbst tragen. Der ist nicht zuwendungsfähig. Warum? Nächster Punkt. Gebühren für Genehmigungen durch die Landeshauptstadt Dresden. Also Sie möchten eine Sportveranstaltung organisieren, man taucht auf der Kostenseite auf, was Sie alles bezahlen müssen, müssen Sie bezahlen. Und dann müssen Sie eine Straße sperren vielleicht, die Landeshauptstadt stellt eine Gebühr. Kosten, die anfallen bei dem Projekt. Warum sind die nicht zuwendungsfähig? Warum? Frage dahinter, einfach, ne? Kann man beantworten, vielleicht gibt es eine tolle Antwort, ich kenne keine. Ne? Rahmenprogramm, musikalische Unterhaltung und Bewirtschaftung. Das heißt also, wenn Sie beim Sportveranstaltung jemanden einladen, der sozusagen die Gäste begrüßt und ein Musikstück spielt, ist leider nicht zuwendungsfähig. Warum? Und ganz am Anfang steht, könnte ich weitermachen, ganz am Anfang steht, in Höhe von bis zu 30 vom 100 der zuwendungsfähigen Kosten kann die Landeshauptstadt fördern. Also grundsätzlich heißt jede beliebig andere Größe, aber warum 30%? Warum kann man die Frage, wenn jemand eine Sportveranstaltung macht, und das sind nicht so viele, die das fördern lassen, warum kann man nicht nach sachkundigen sozusagen Betrachten, nach sachgerechten Ermessen sagen, das wäre uns so viel wert und dann stellt ihr das in seinen Plan ein. Warum muss ich einzelne Positionen rausnehmen? Das ist die Bürokratie und wenn Sie das durchlesen, von oben bis unten, immer mit dem Warum, stoßen Sie auf so viele Punkte, wo das Warum einfach zu keiner guten Antwort führt, dass ich sage, für mich ist das noch viel zu wenig Entbürokratisierung. Und der dritte Punkt, und den finde ich ja spannend, wenn Sie auf der ersten Seite schauen, 19.06. ist diese Vorlage eingebracht, war der erste Termin.
Da finden Sie Mehrbedarf von 500.000 Euro ab 2021. Das heißt, der Sportbürgermeister gibt uns eine Richtlinie, die vieles verspricht. Und der Finanzbürgermeister, eine Person in dem Falle, sagt, aber ich gebe euch nicht alles Geld dafür. Und es wäre doch eine spannende Frage, an welchen Stellen würde denn der Sportbürgermeister, Finanzbürgermeister, Doppelbürgermeister denn jetzt die Richtlinie nicht ausfinanzieren? Wir erinnern uns, in der gegenwärtigen Haushaltssperre war es zum Beispiel die Förderung von Kindern und Jugendlichen Mitgliedern im Sportverein. Das war nicht so wichtig, das ist weggefallen. Wo sollen also die 500.000 herkommen? Eine spannende Frage. Welchen Bereich würden Sie unterfinanziert lassen? Das alles ist mir, wie gesagt, zu wenig, um hier zuzustimmen. Ich werde mich enthalten. Es wird sicher eine Mehrheit dafür geben. Aber ich glaube, dass sozusagen die Kritik deutlich geworden ist. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. SPD-Fraktion? Frau Sturm? Nein? Dann sind wir mit der Fraktionsrunde durch. Weitere, doch ein Geschäftsordnungsantrag. Bitte sehr, Frau Mühle. Ich möchte jetzt zur Geschäftsordnung oder zu Protokoll geben, dass hier wiederholt statt Räte, muss ich nicht gendern, ohne Maske, zwischen den Gängen und zwischen den Tischen hin und her laufen. Ich halte das für unsicher und der aktuellen Situation nicht angemessen. Und ich würde mich freuen, wenn das auch der Sitzungsleitung dementsprechend registrieren und wie auch immer darauf reagieren würde. Vielen Dank für den Hinweis, der zwar nicht korrekt geschäftsordnungstechnisch zum Geschäftsgang dieser Vorlage ist. Ich möchte mich dem Inhalt dieses Punktes sehr wohl anschließen. Bitte allerdings um Verständnis, dass ich neben der Sitzungsleitung nicht jeden Gang im Blick habe. Der einzige Stadtrat, den ich gesehen habe, der zum Pult gegangen ist ohne Maske, ist durch einen Attest davon befreit. Insofern, wenn wir das uns bitte konkret anschauen, aber ich würde sehr herzlich darum bitten, auch zur Vermeidung von Missverständnissen und im Interesse der Gesundheit alle, dass wir uns an die Regeln auch halten. Ich würde gleichwohl geschäftsordnungstechnisch in der Vorlagenbehandlung jetzt fortsehen, wo es keine weiteren Wortmeldungen gab. Ich habe zunächst den Änderungsantrag der AfD und bitte hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist bei 12 Ja-Stimmen, 56 Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Und wir kommen damit zum federführenden Ausschussbericht. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie hier Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 45 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 23 Enthaltungen ist das so bestätigt.